Und damit begrüße ich euch zurück zu Team Legion mit Angel Munoz bei den amerikanischen Meisterschaften in der Ausreißergruppe. Es fühlt sich sehr nach Quebec an und vor allem darf Munoz nicht so richtig ausreißen, habe ich das Gefühl. Mal schauen, vielleicht lässt das Hauptfeld jetzt ja mal ein bisschen Ruhe. Jetzt haben wir hier dieses sehr, sehr coole Evo Pro Racing Team. Das fand ich auch nice. Das ist auch in eine sehr, sehr engere Wahl bei mir mit reingekommen. Da ist jetzt Rim, der hat meistens einen Job. Manchmal aber auch nicht. Und Brown, da sage ich jetzt nichts zu, diese Kombination klingt auf jeden Fall ein bisschen kriminell. So, wir sind natürlich wieder in den Californian Republic Trikots am Start, die ich aber einfach auch vergesse wieder zu ändern, weil ich die auch sehr, sehr nice finde. Vorne ist jetzt noch Fuchs, auch schön, und Saltzman, sehr, sehr schöne Namen. Munoz versucht da jetzt mal den Anschluss zu finden, ich baller ihn mal auf die 99. Damit er da jetzt relativ schnell hinkommt und dann können wir da nämlich auch ein bisschen runterdrehen und schauen, was wir hier zu dritt erreichen können. Wahrscheinlich nicht besonders viel. Man sieht, der Parcours, wie gesagt, ist sehr Quebec-mäßig am Start. Im Finale geht es eben auch wieder bergauf. Wir haben mit Lance Hayden heute einen Fahrer mit der Plus 3. Natürlich gehören wir nicht zu den Favoriten. Da einmal drauf schauen. Wir haben hier Jorgensen mit am Start. Wir haben Quinn Simmons, Brandon McNulty, Lawson Craddock, auch vom Team DSM ist Vermerke mit dabei und Chad Hager, den wir uns ja leider nicht leisten können. Wir haben auch Sean Quinn mit dabei. Ben King am Stissel. Also schon richtig, richtig gute Fahrer. Wir gehören da, wie gesagt, nicht dazu. Nero, alles gut? Ich glaube, er hat sich gerade verschluckt. aber sollte schon gut sein, oder, Kleiner? Ja, muss schon passen, ne? Also er kaut da gerade auf so einem Schweineohr rum, das finde ich mega eklig, aber Hunde sollen das anscheinend auch machen. Man soll es jetzt nicht den ganzen Tag geben, aber sie dürfen sich gerne damit beschäftigen, haben wir von der Tierärztin gelernt. So, also Angel Munoz in der Ausreißergruppe, so richtig weg kommt die immer noch nicht. Da sind jetzt nochmal zwei Fahrer, Weaver und Lange, oder Phalange, wie Phoebe immer sich vorstellt, wenn sie sich ihren Namen ausdenkt, dann ist sie immer Phalange. So, und damit, mit dieser Info, würde ich sagen, setzen wir den Cut und gehen mal rein in die Entscheidung der amerikanischen Meisterschaften. Wäre natürlich mega nice, wenn Lance Hayden hier eine Überraschung landen könnte. So, wir gehen wieder rein. 62 Kilometer sind es noch und leider wird dieser Bug niemals behoben werden mit den nationalen Meisterschaften. Hinten fährt nämlich wieder keiner. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann attackiere ich halt nochmal mit Hayden und mit Williams und bin dann einfach nochmal vor an die Spitze gefahren. Und jetzt haben wir drei Fahrer in der Gruppe, die ziemlich sicher durchkommt. 60 Kilometer sind es noch, 14,5 Minuten der Vorsprung und wir haben mit Lance Hayden natürlich unseren perfekten Fahrer für diese Situation. Also es kann schon sein, dass wir die amerikanischen Meisterschaften holen, allerdings wieder so ein bisschen unter Umständen, die nicht ganz so schön sind. Also schauen wir uns die Fahrer nochmal an. Fuchs mit Hügel 57, Beschleunigung 57, Saltzman mit 65,64, also nicht ganz schlecht. Reaver mit 59,65, 63,60 und dann kommen schon unsere Fahrer. Da habe ich mir diesmal noch Tyler Williams mitgenommen, der uns da jetzt auch richtig brutal nach vorne gefahren hat. Dann holt sich Munoz gerade nochmal schnell selber ein Wasser, weil der hat noch keins bekommen. Und dann gehen wir gleich ins Finale rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das amerikanische Meistertrikot holen. Aber natürlich wäre es noch schöner, wenn Corey Williams auch noch stürzt. Das wäre natürlich besonders schön. Nein, natürlich wäre es schöner, das Ganze unter normalen Bedingungen zu haben. Und ich hoffe mal, Corey steht jetzt auf und fährt weiter, okay. Aber eigentlich können wir ihn jetzt auch schon rausnehmen. Also ganz ehrlich, es bringt ja alles nichts. Bin mir nicht sicher, ob die jetzt fertig fahren müssen. Ich würde aber vorne mal switchen, weil Munoz ist für die Anfahrt dann nicht ganz so wichtig, aber dann kann er sich hier ein bisschen an der Führungsarbeit mit beteiligen und dann geht es gleich in die wirklich wichtige, entscheidende Phase. Holen wir das Trikot bei den amerikanischen Meisterschaften hier quasi in Quebec. So, los geht's. Hinten im Hauptfeld wurde auch nochmal ein bisschen Tempo gemacht. Wie gesagt, diese Geräusche im Hintergrund, das ist Nero, der auf seinem Schweineohr rumkaut. Bah. Einfach nur eklig. Dieses Ding stinkt auch bestialisch. Aber egal. So, jetzt gehen wir rein ins Finale. Schauen, dass wir hier die anderen Fahrer schön an den rechten Rand drängen. Natürlich keine Absicht. Jetzt kommt da nochmal die Attacke. Wir ziehen das aber mal durch.
So, Munoz, fahr mal vorbei. Dann nehmen wir mal das Energiegel. Jetzt heißt es natürlich an die Spitze fahren. Angel Munoz. Noch ist es ein Stück. Munoz gibt jetzt mal alles, was er da noch im Tank hat. Dann schauen wir, dass wir gleich mit Williams losgehen. So, boah, bin ich jetzt gerade nervös. Williams kommt. Lance Hated, hier oben wird's flacher. Und dann kommt Lance Hated und dann müsste das doch der Sieg werden bei den amerikanischen Meisterschaften. Jawoll. Jawoll. Natürlich wieder mit diesem blöden Bug. Aber dann ist es der Doppelsieg bei den nationalen Meisterschaften. Wir nehmen es gerne mit. Ich kann nichts dafür. Ich glaube, wir können dieses... die Etappe 46 mal starten und in 10 Fällen macht vielleicht jemand hinten im Hauptfeld die Nachführarbeit. Da scheiße ich jetzt aber gerade drauf. Also wie gesagt, ich finde es auch nicht realistisch. Ich freue mich jetzt auch nicht so sehr, wie wenn wir jetzt Brandon McNulty oder so dort im Sprint geschlagen hätten. Das wäre natürlich noch nicer gewesen, aber so ist es halt. Also wir sind in die Ausreißergruppe rein, haben das genutzt. Mit Lance Hated und mit Tyler Williams, die sich dann im Endeffekt auch verdient den Doppelsieg holen. Hinten im Hauptfeld kommentieren wir es einfach mal ganz, versuchen wir es seriös runter zu kommentieren. Hinten im Hauptfeld gab es keine Allianzen gegen das Team Legion und deswegen der verdiente nationale Meistertitel für Lance Hated, für unseren ja immer noch relativ jungen Ami, der ein großes Potenzial hat und ich finde, jetzt kann man auf jeden Fall darüber reden, dass er einen Dreijahresvertrag bekommt. Ich finde, Lance Hated verdient einfach einen Dreijahresvertrag. Das muss so sein und dann werden wir das amerikanische Meistertrikot tragen, was übrigens sehr, sehr nice aussieht vom Team Legion. Dann der Doppelsieg bei den amerikanischen Meisterschaften. Wenn der Sponsor uns jetzt nicht mit Geld zuscheißt, dann weiß ich es auch nicht. Also ich würde mich persönlich mit Geld zuscheißen. So, die Mauer muss weg. Da haben wir es gerade auch wieder gesehen. Legion of Los Angeles mit Doppelsieg. Damit hat keiner gerechnet und das wird auch im Leben nicht so passieren. Höchstens bei den Kriteriumsmeisterschaften vielleicht. Aber trotzdem nice. Und wir werden natürlich gleich beim nächsten Rennen, wo sind wir dann am Start? Bei der Tour de Beauce. The Boss. Keine Ahnung, wo das stattfindet. Da werden wir natürlich dann Lance Hated mitnehmen, unseren frisch gebackenen amerikanischen Meister. Und wir können mal in die anderen Meisterschaften reinschauen. Also Patrick Konrad bleibt quasi nationaler Meister in Österreich. In Norwegen ist es Alexander Kristoff. Alo Yakin. Keine Ahnung, vielleicht verwandt oder verschwägert mit Murat Yakin. Ich weiß es nicht genau. Ich würde aber jetzt mal bezweifeln, dass er das tatsächlich ist. Also 34 Jahre alt. War mir jetzt nicht so richtig im Begriff. Maxim Gritschin. Wo fährt der denn? Puh, also da kann ich das Trikot ja nicht mal erkunden. Das Almaty Cycling Team. Also seine Alma Mater, da ist er einfach geblieben. So, Siskevicius bleibt in Litauen. In Luxemburg ist es Pitt leider. Ah, schade, ne? Nicht verwandt über und verschwägert übrigens mit Pitt, schade. 24 Jahre. In Luxemburg gibt es immer mal Überraschungen, habe ich das Gefühl. Das hatten wir beim letzten Pro Cycling Manager auch schon. Slowenien, überraschend. Sieger Rucigai, der ist bestimmt richtig geil ins Ziel gerutscht. Beschleunigung 71, aber auch eher überraschend. Ich habe gehört, es gibt gute slowenische Radfahrer. Also habe ich mir sagen lassen. Lukas Eriksson in Schweden, in Irland ist es Sam Bennett und neue Modelle von, da ist keiner Meister geworden. Sie haben Forbes aus der Kollektion für null erhalten. Sie stehen jetzt vor einem Rennen im Ausrüstungsbildschirm zur Auswahl und sind, ah cool, die Null. Das haben wir uns aber auch verdient. So, dann geht es zu den nationalen Meisterschaften im Zeitfahren. Da haben wir De La Cruz für Spanien. Finde auch schön, dass hier dann die ersten 10 Plätze angezeigt werden, beim anderen allerdings nicht. Gianni Moscon in Italien, wollte gerade sagen, sehr überraschend. Und das ist es auch. Filippo Ganna nur auf der 2. Alaphilippe wird französischer Zeitfahrmeister vor Rémi Cavagna. Auch nicht schlecht. Wout van Aert in Belgien. Tom Dumoulin in Holland, in Deutschland. Justin Wolf. Mega gut. Deutscher Zeitfahrmeister. Da freuen wir uns doch für den Justin. 28 Jahre alt. 4.500 Euro im Monat. Ist doch lächerlich. Absolut lächerlich. Den werden wir
ja, bei den deutschen Meisterschaften nicht sehen, weil wir nicht dabei sein werden. Adam Yates ist britischer Meister geworden. Dann haben wir Rodrigo Contreras, der da Egan Bernal einfach mal Kontra gegeben hat. Fran Mihojlovic wird kroatischer Meister. Sagt mir auch nicht so richtig viel. 18 Jahre alt. Okay, nicht schlecht. In Dänemark Kaspar Askren, in Island Tanel Kangat, Irland Ryan Mullen, in Südkorea Medium Ju. Ich glaube, da brauchen wir nicht draufklicken. In Poland Rafael Majka, Portugal Amaro Antunes, Vlasov in Russland, Slowakei was? Matusz Stoczek. Why not? Verdient auf jeden Fall 2.500, scheint mir ein guter Typ zu sein. Der verhandelt halt auch nicht so hart. Kann ich mich mit identifizieren. So, Roniel Campos. Ich glaube, über Roniel haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Auch wiederum nicht verwandt oder verschwägert mit Atle Pedersen-Rönsen. Mein Lieblings-Skispringer aller Zeiten. Das hat einfach die Bronchien befreit, wenn man seinen Namen sagt. Rönsen. Rönsen ist einfach wie Andrösen. Damals im Sportstudio. Der Hannoveraner Andresen. Wo dann, wer war es? Ich glaube, der Töpperwien war es, der dann gesagt hat, ja, aber in Norwegen sagen die Andrösen. Und von da an haben der Zeigler und Jürgen Klopp sich eigentlich nicht mehr mit Hallo begrüßt. Das ist eine meiner Lieblingsanekdoten. Sondern sie haben sich immer nur mit Andrösen begrüßt. Das fand ich einfach sehr, sehr schöne Geschichte generell. Zeigler und Klopp. Better Love Story than Twilight. So, Ukraine, Andriy Ponoma holt sich den Sieg. Das freut doch sehr, sehr viele. Noch ein sehr, 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 sehr junger Fahrer. Der aber, glaube ich, beim Giro schon dabei war dieses Jahr. Täusche ich mich? Sehr, sehr schwierig für mich auszusprechen. Nun gut, ihr werdet es besser wissen. Ich habe auch gesagt in einem der Videos, dass Philipp Gilbert ja einige Monumente gewonnen hat. Eigentlich fast alle, unter anderem Mailand Sanremo. Und Mailand Sanremo ist das Einzige, das er nicht gewonnen hat. Also beim Lotto-Spielen kein Erfolg, aber da habe ich genau das Richtige getroffen. In Ungarn ist Márton Dina der Meister geworden. Weißt du, vom Dina zum... Nee, nicht? Okay, dann halt nicht. Dann lassen wir es weg. Marokko. Ich fliege nach Marokko. In Rumänien ist es Ciprian Jitaru. Ja, jetzt wird es aber auch speziell hier. Philippinen, Mexiko, jawohl. Jan Bartha. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Patrick Konrad auch im Zeitfahrenmeister geworden. Kasachstan, Lutsenko. Jo, also ich glaube, so ein paar können wir jetzt mal skippen. In Ruanda, Josef Areruya, da wollen wir natürlich trotzdem noch drüber sprechen. Den hätte ich auch gerne mal bei Team Bike Aid gehabt. Den hätten wir auch verpflichten sollen, unabhängig von Talent und Gedöns. Da sind wir ja, wie gesagt, irgendwo mal falsch abgebogen. Und dann haben wir ja nur noch 432 ungelesene Mails. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Da klicken wir uns jetzt mal durch. Nee, machen wir natürlich nicht. Wir sind glücklich mit den amerikanischen Meisterschaften. Wie gesagt, unter anderen Umständen wäre es schöner gewesen. Wir nehmen es trotzdem mit, weil das Spiel es uns so gibt und wir wollen das Spiel ja nicht verfälschen. Das machen wir dieses Mal mit dem Editor auch nicht. Und dann hoffen wir mal, dass Lance Hadid vielleicht durch diesen großen Erfolg, während ich auf Eda Freire klicke, seinen Ruf nochmal verbessert. Schauen, momentan ist er lokal, also der hängt häufig im Pub rum, in den USA, im Irish Pub, wo auch immer. Auf jeden Fall ist er momentan noch nicht besonders bekannt, aber das sollte sich doch jetzt durch den Meistertitel auf jeden Fall geändert haben. Und wir sehen hier unten schon National Road Championships in Mexiko, stehen natürlich auch noch an. Eda Freire versucht dort seinen Titel zu verteidigen, nachdem er es im Zeitfahren ja schon geschafft hat. So, ganz, ganz schweres Finale hier in Mexiko. Mit der -1-Tagesform sehen wir auch einige Trikots, die nicht in der Datenbank drin sind, weil wir ja die erste Version gespielt haben. Ist aber nicht so schlimm, sieht natürlich jetzt hier nicht ganz so nice aus. Wir hängen mit Eda Freire ein bisschen hinten drin, mussten selber schon viel arbeiten, damit wir überhaupt noch Chancen haben, hier um den Meistertitel zu fahren. Die Favoriten haben wir uns ja schon mal kurz angeschaut, glaube ich, oder nee, haben wir nicht gemacht. Deswegen machen wir das nochmal schnell. Es sind eigentlich dieselben. Castillo ist so der größte Konkurrenzhügel. 67, Beschleunigung 68 ist da eigentlich auch stärker als Eda Freire. Mal schauen, da kommt jetzt nochmal eine Attacke von Lara. Der glaube ich ja, ne. Da war auf jeden Fall ja auch noch ein ganz guter Sprinter eigentlich mit am Start. Und die beiden sollte man jetzt halt auch nicht weglassen. Sind noch 14 Kilometer und es fährt hier hinten keiner mehr. Da versuchen wir vorne auf jeden Fall nochmal hinzukommen.
zu den beiden. Da müssen wir jetzt relativ schnell das Hinterrad bekommen. Deswegen haue ich mal die 99 rein. Weil hinten passiert da, glaube ich, nicht mehr viel, wenn wir jetzt das Hinterrad bekommen von denen. Das wäre optimal. Na komm schon, Junge. Die ziehen natürlich gerade da vorne auch richtig durch. Puh, das wird sehr, sehr schwer. Vor allem, wir kommen mit der 99 nicht mal näher ran. Vielleicht jetzt am Hügel. Dreh nochmal auf, Junge. Das gibt's doch nicht. Wie stark sind die zwei denn? Dass die uns... Das wird nix. Da haben wir die entscheidende Lücke reißen lassen. Da kommen wir auch nicht mehr hin. Außer die da vorne nehmen jetzt nochmal leicht raus. Das wird aber, denke ich mal, auch eher nicht passieren. Vorsprung wird immer größer. Und wir hängen leider genau dazwischen. Nicht gut. Wirklich nicht gut, was da passiert ist. Und Eder Freire wird sein mexikanisches Meistertrikot nicht verteidigen können. Also in der Ebene sind wir einfach nicht stark genug gewesen, um diese Lücke wieder gut zu fahren. Lara wird wahrscheinlich mexikanischer Meister werden. Also da haben wir uns das amerikanische Trikot ein wenig ergaunert. Allerdings reicht es jetzt hier nicht, um das mexikanische Trikot zu verteidigen. Da sind wir durch. Schauen wir uns an. Das wird vorne. Müsste eigentlich Lara sich das noch holen auf den letzten Metern. Er ist der stärkere Fahrer. Holt sich das mexikanische Meistertrikot. Eder Freire verliert es leider. Kommt dann hier auch an Rodriguez nicht vorbei. Dann wird es nur der vierte Platz für uns. Sehr, sehr schade. Sehr schade, aber das nehmen wir hin. Wie echte Frauen nehmen wir das hin. Ansonsten müsste ich jetzt weinen, weil das ist schon sehr schade, dass wir das mexikanische Meistertrikot jetzt nicht mehr haben. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren wieder ändern lassen. Der Rennverlauf war schwierig. Irgendwie ist keiner so richtig gefahren. Dann haben wir die entscheidende Attacke verpasst, wo sich die zwei abgesetzt haben. Wenn wir da das Hinterrad gehabt hätten, dann hätten wir mexikanischer Meister werden können. Aber die Lücke, hat man ja gesehen, selbst mit der 99 konnten wir es nicht mehr zufahren. Und eine andere taktische Möglichkeit gab es in dem Moment dann einfach nicht mehr. So, wir gehen rein in ein spannendes Finale in Kanada. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ach, Kanada, ja, wir können da. Super Ding, super Gag. Jetzt müssen wir aufpassen, dass hier erstmal keiner mehr weggeht. Gibt so einen kleinen, minimalen Hügel und dann geht es hinten raus bergab. Man kann also ab Kilometer 2 schon sprinten. Vielleicht ist das unser Vorteil, dass wir ein bisschen früher aus dem Wind gehen. Wenn man jetzt hier eine Attacke reinsetzt, kommt man, glaube ich, nicht weg, weil die sich sofort ans Hinterrad klemmen, wie man gerade auch gesehen hat. Da geht also nicht viel. Wir können schon mal eine Attacke kontern, aber momentan fährt halt keiner. Und hier vorne sieht man jetzt auch den letzten Kilometer. Es sind noch 14 Kilometer bis ins Ziel. Topfavorit natürlich Michael Woods. Wir haben mit der Rücken Nummer 1 Hugo Uhl, der natürlich auch noch einen guten Sprintwert hat. Ansonsten so einen richtig, richtig starken Sprinter aus Kanada gibt es ja aktuell nicht. Vielleicht holen wir uns einen mit Perry Seller. So, von Groupama FDJ Duchesne mit dabei. Dann natürlich Fabian Ernst, kennt man noch aus Schalker Zeiten. Zwischen jetzt ein guter kanadischer Radfahrer. Schönes Ding, dass er untergekommen ist. Catterford. Weiß nicht. Ist halt blöd, wenn die Katze wegläuft, ne? Kann man sich mal drüber ärgern. So, Alec, was machen wir denn hier? Mein Vater würde jetzt sagen, backen wir einen Kuchen oder essen wir das Mehl so? Ich finde das, ehrlich gesagt, finde ich den Spruch tatsächlich lustig, weil ich mir einfach vorstelle, wie man da so steht und sich denkt, ach, backe ich jetzt einen Kuchen oder esse ich das Mehl tatsächlich so? So wie der Gag es ja ohnehin schon gesagt hätte. So, wir gehen die Attacke mal mit. Schauen, Hauptfeld reagiert auch erstmal nicht. Könnte eine gute Attacke sein. Mal schauen. Alakaun am Hinterrad. Kommt er da noch mit? Ich hoffe doch. Sollte doch passen. So, dann hängen wir uns hier mal mit rein in die Veranstaltung. Arbeitet da noch einer? Also Hugo Uhl ist mit dabei. Der fährt allerdings von vorne. 25 Sekunden. Catterford fährt. Und dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen regenerieren. Gehen wir mal ins Hinterrad. 15 Sekunden. Der rote Balken muss jetzt erstmal wieder kommen. Und dann können wir, wie gesagt, bei Kilometer 2
eigentlich selber ein bisschen früher losgehen. So, mal schauen. Noch geht's, noch geht's, noch geht's. Und dann gehen wir los. Geh vorbei. Alakaun, ja, Yggdrasil ist wahrscheinlich dann doch eine Nummer zu stark, außer ihm geht hinten raus der Saft aus. Aber Alakaun ist dann leider auch schon relativ früh platt. Schade, sind wir doch zu früh losgegangen. Dann nur der vierte Platz für Alakaun. Finde ich aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung gegen Guillaume Bouvin, gegen Antoine Duchesne und Yggdrasil. Mussten wir irgendwie noch überraschend was machen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Vierter Platz bei den kanadischen Meisterschaften. Ich glaube, die kommenden Jahre kann dann noch einiges gehen. Und das ist halt auch deutlich erfreulicher, hier den vierten Platz zu haben, als bei den mexikanischen Meisterschaften, wo es ja durchaus hätte klappen können. Interessanter Rennverlauf, realistischer Rennverlauf. Die Gruppe ist dann durchgekommen. Hinten die Gruppe mit den anderen Favoriten, eben um Michael Woods. Das hat nicht gereicht, aber Yggdrasil war der Top-Favorit, wird er nur Dritter, weil er zu früh rausgegangen ist, hat sich ein bisschen von uns locken lassen. Guillaume Bouvin und Antoine Duchesne mit einem, naja, gar nicht mal so besonders guten Beschleunigungs- und Sprintwert. Da wäre Alec Cowan durchaus auf dem Niveau gewesen. Da bin ich also einfach ein bisschen zu früh raus und hab's vielleicht auch vermasselt. Schade. Kann man nichts machen. Aber ich denke mal, wir werden noch Chancen bekommen, kanadischer Meister zu werden. Das müsste es dann auch gewesen sein mit unseren Meisterschaften aktuell. Wir sind ja noch nicht so breit aufgestellt, was die Nationen angeht. Also Mexiko der vierte Platz, Kanada der vierte Platz, bei den amerikanischen Meisterschaften der erste und zweite Platz und Freddy Ovett der Australier. Da wissen wir ja, dass die Meisterschaften immer schon Anfang und Mitte Januar sind. Parallel quasi zur Santos Tour Down Under. Dann geht es jetzt zu einem unserer Sponsorenziele, die Tour de Beauce. Da sind wir nicht erbost, wenn wir dort gut am Start sind. Ein 2.2-Rennen, 19 Kilometer Zeitfahren noch mit drin. Mal schauen, was da für uns drin ist. Alakaun wird natürlich am Start sein. Der freut sich über die kanadischen Rennen. Und Corey Williams, naja, mit einer Fitness von 70 könnte schwierig werden. Trotzdem fährt er ja immer noch relativ gute Ergebnisse ein. Dann kommen wieder ein paar Eintagesrennen, die wir natürlich auch noch spielen werden. So ein paar nettere auch in Guatemala zum Beispiel, in Polen, den Grand Prix Poland, sehr originell. Larry H. Miller Tour of Utah noch als Highlight und dann sind wir quasi auch schon ziemlich am Saisonende angekommen. Ich freue mich auch schon auf den 1. August. Dann werden wir unser Team noch ein klein wenig verstärken und generell freue ich mich sehr auf die zweite Saison mit Team Legion und dann spule ich jetzt mal ein bisschen vor. Wir können noch mal ganz kurz in die Nachwuchsarbeit reinschauen. Da hat sich für uns jetzt nicht so wirklich viel ergeben, weil wir natürlich Kolumbien gar nicht so sehr als Transferziel haben. Das war am Anfang der Saison. Da habe ich noch ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Das hat sich jetzt ja auch durch eure Kommentare so ein bisschen anders ergeben, dass wir andere Fahrer mit in den Fokus genommen haben. Hier Edward Miranda hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, dass der bestimmt sehr, sehr talentiert ist. Auch ein sehr cooler Name, Edward Miranda. Klingt einfach nach Las Miranda, denn sie will ja Edward Miranda. So, ich drücke jetzt schon mal auf Weiter und wir sehen uns dann bei der Tour de Beauce. Dort geht es, wie gesagt, in Kanada 5 Tage durch die Prärie. Ich weiß nicht genau, was ich hier gerade für einen Satz konstruiert habe. Aber auf jeden Fall wird es mal wieder ein schönes mehrtägiges Etappenrennen. So, wir gehen rein in die Tour de Beauce. Nicht die Tour de France, sondern die Tour de Beauce. Und wir schauen uns natürlich mal an, wer uns denn da so erbosen könnte. Zum Beispiel der junge Eric, der könnte das machen. Richtig guter Sprinter, wird heute sicherlich seine Chance wahrnehmen wollen, auch wenn es leicht bergauf geht. Das könnte uns dann natürlich eher in die Karten spielen. Dann haben wir Bassetti noch dabei, Plowright ist am Start, Stedman, der wird gerade auf der zweiten Etappe, denke ich mal, zu den Mitfavoriten gehören. Dann eben auch Sean Quinn, Payot, wann schauen wir nochmal drüber, ob da noch Fahrer sind, wo wir jetzt sagen, Jotis Bastio und zum Beispiel der Brandl ist für Team Skyline mit am Start. Sefa, der albanische Meister, der jetzt den ganzen Tag in der Ausreißergruppe war. Also ganz interessant und wir haben natürlich auch den frisch gebackenen, blöden mexikanischen Meister am Start, der ebenfalls in der Ausreißergruppe war. Unser Team besteht aus Ty Mechner, aus Tyler Williams, Lance Heydt, wo wir natürlich mal ganz kurz aus aktuellem Anlass uns das amerikanische Meistertrikot anschauen wollen, Team Legion. Sieht schon sehr nice aus, kann man nicht meckern. Ich habe übrigens auch die, ist bestimmt sofort jedem aufgefallen, ich habe die Handschuhe von Team Legion noch mit integriert. Vorher waren das einfach nur schwarze Handschuhe, wie bei den anderen auch. Ne, bei den anderen haben, okay, die haben irgendwie alle dieselben. Könnte aber auch daran liegen, dass es dasselbe Team ist.
Ich bin einfach zu klug für diese Welt. Also, wir hatten vorher immer nur schwarze Handschuhe, jetzt haben wir die Team Legion Handschuhe, die ich nochmal integriert habe. Und dann können wir auch wieder ein bisschen weiter weg simulieren. Also, sieht nice aus. Lance Hayden wird ein Jahr lang dieses Trikot tragen. Ob wir das dann verteidigen können für die Saison danach, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. So, Brandl, über den wir gerade gesprochen haben, ausgerechnet jetzt ein Loch im Zahn. Ganz bitter, so im Finale auch zum Zahnarzt zu müssen. Haben wir den Gag auch endlich mal wieder untergebracht. Lange ist's her. Hier sind wieder die Trikots, die Team Bike Aid so ähneln. Wir drehen mal ein bisschen höher mit Ty Magna, damit wir dort in einer guten Situation sind. Eder Freire mit der -2, den brauchen wir morgen in Spitzenform, weil dort gibt es dann die Bergankunft. Jetzt können wir, glaube ich, sogar ein bisschen schneller unterwegs sein, weil wir ein sehr gutes Hügelteam dabei haben. Zieht jetzt gerade zwar schon ein bisschen den roten Balken, aber es wird ja gleich auch noch mal leicht bergab gehen. Da kann Ty Magna dann jetzt auch noch mal alles reinballern, was so geht. Also gerade hier bergab, dann gibt es mal Energiegel für Williams, der das Ganze mal übernimmt. Magna nimmt mal raus, lässt sich zurückfallen. Williams kommt dann auch mal mit der 99. Energiegel wird genehmt. Dann kommt noch mal Lance Hadid, unser amerikanischer Meister. Und wie gesagt, es geht leicht bergauf im Finale. Boah, Hadid, das wird aber auch schwierig werden jetzt. Dann gehen wir mal los mit Eder Freire. Da kommt ja zum Glück auch noch diese kleine Kurve. So, Alec Cowan. Mal schauen, bergauf gegen die Konkurrenz wird wahrscheinlich nicht reichen, um zu gewinnen, aber trotzdem ein sehr, sehr guter zweiter Platz für Alec Cowan mal wieder im Sprint. Plowright mit 73, 72 Beschleunigung und Sprint dann doch etwas besser. Drizners auf der 3, Maldonado auf der 4, natürlich alle deutlich, deutlich bessere Werte. Da haben wir auch den frisch gebackenen argentinischen Meister Conte. Der konnte halt heute nicht schneller. Geiler Scheiß, ne? So, also zweiter Platz, bin ich zufrieden. Ich denke mal, wir müssen jetzt auch nicht allzu lange rummachen. Die Gesamtwertung ist klar, die wird so sein, wie sie nach der ersten Etappe ist. Und dann sehen wir uns gleich im Finale der zweiten Etappe wieder. 15 Kilometer sind es noch, da kommt jetzt eine Tempoverschärfung von Nunez. Wir sind mit Ty Magna und Williams, die uns jetzt noch zum Fuße des Anstiegs bringen müssen. Da haben wir das gelbe Trikot Plowright, der ist definitiv heute verlieren wird. Davon ist auszugehen, der Schlussanstieg im, was? Mont Mégantic. Klingt auf jeden Fall cool. Vor allem die Etappe ist ja auch am Lac Mégantic schon losgegangen. Also der gigantische See, der Megasee. Dort ging das Rennen los. Dann können wir jetzt Magna und Williams nochmal so ein bisschen verwursten. Schlussanstieg circa 5,5, 6 Kilometer lang. Und dann kommt Tyler Williams da jetzt mal ganz groß raus. Lance Hayden im wunderschönen Trikot. Eder Freire. Und wo ist überhaupt Alec Cowan? Eder Freire fährt jetzt bitte mal rüber. Genau, und dann fahren wir mal unser Tempo dort in den Schlussanstieg rein. Dann bin ich sehr gespannt, wo wir heute bei rauskommen. Wir haben schon drüber gesprochen. Gibt einige sehr gute Fahrer, wie zum Beispiel Stedman mit einem Berg 73. Da kam jetzt, nee, doch keine Attacke. Korte ist dann nur mal Richtung Spitze gefahren. Dann kommt jetzt mal Lance Hayden und erhöht das Tempo, weil der Schlussanstieg ja nicht besonders lang ist. Das muss man auch dazu sagen. Also wir haben das grüne Trikot, wir haben das amerikanische Meistertrikot und Eder Freire leider nicht mehr im mexikanischen Meistertrikot. Ist da jetzt ein bisschen weggeklemmt worden. Dann eine kleine Lücke zu Alec Cowan wieder auffahren. Nicht direkt am Hinterrad, das ist nicht optimal. So, 5 Kilometer sind es noch. Bei einem Anstieg sollte man das Gel natürlich immer ein bisschen später nehmen. Hedet wird jetzt gleich vorne rausfallen. Da ballert jetzt zum Glück gerade das Gel und Eder Freire wird schon wieder weggedrückt. Vom portugiesischen Team. Muss da leider immer ein bisschen außenrum fahren. So, Alec Cowan, ich fahre einfach mal rüber. Dann kommen alle mit. Eder Freire hängt da noch hinten mit dran. Cowan kriegt jetzt mal das Energiegel. Da kommt eine Attacke von Fernandes. Weiß nicht, wie der das durchziehen kann. Sieht jetzt erstmal nicht so vielversprechend aus. So, jetzt kommen wir hier in diesen super steilen Bereich. Freire kommt irgendwie nicht so richtig ans Hinterrad. Ich gehe nochmal ganz kurz zu ihm. Können wir da nicht mal dran vorbeifahren? Cowan dreht nochmal ein bisschen auf und jetzt komm, fahr mal ans Hinterrad.
So, Freire geht ans Hinterrad von Alarcón. Sind es noch 1,7 Kilometer, ist schon noch ein Stückchen bis oben hin. Oben bleibt es weiterhin so steil. Boah, der rote Balken geht gerade weg. So, jetzt muss Freire gleich alleine fahren. Mal schauen, wie weit kommen wir da noch. Wird ein enges Höschen. Wird ein sehr, sehr enges Höschen. Guy ist da noch an der Seite. Ist der gleich platt? Können wir nochmal sprinten auf den letzten Metern und dann holen wir uns den Sieg. Sehr, sehr schön bei der Bergankunft, bei der wichtigsten Etappe auch der Tour de Beauce. Guy auf der 2, Campos auf der 3, Del Pino, dann Benta und auch Alarcón kommt hier vorne noch auf einen super 7. Platz. Ganz, ganz stark. Richtig gute Teamleistung. Da bin ich sehr zufrieden mit, dass wir auch am Berg da mithalten können. Deswegen wollen wir ja auch Colin Samuel holen. Und für die neue Saison hatten wir ja auch schon Archibald mit auf die Liste gesetzt. Den Mann aus Panama. Der passt einfach auch perfekt in unser Team. Also ganz, ganz wichtiger und schöner Etappensieg, wie ich finde, für uns. Weil damit war jetzt nicht 100% zu rechnen. Konkurrenz natürlich hier jetzt nicht Pogacar-mäßig unterwegs. Aber trotzdem sehr, sehr erfreulich. Wir werfen mal ganz kurz den Blick auf die Gesamtwertung, was das bedeutet. Legion of Los Angeles LLA und LLC klingt auf jeden Fall nach einem richtig guten Ableger, so wie CSI Miami, CSI Las Vegas, auch alles grandios gute Serien, die sich völlig, völlig von den anderen unterschieden haben. Einfach nur langweilig, ganz ehrlich. So, Eder Freire, 11 Sekunden vor Derek Guy. In der Gesamtwertung wird das noch ein bisschen mehr sein. Genau 15 Sekunden dann plus die 4 Sekunden Zeitbonifikation. Dieses Mal auch das schöne gelbe Trikot mit Legion draufgeklatscht. So ganz symmetrisch ist das nicht, aber muss es auch gar nicht. In der Bergwertung Andreas Gumann vorne. Leider Franklin Archibald mit einer Minute Rückstand in der Bergwertung. Na, sage ich nichts zu. Punktewertung Alarcón. Jetzt auch Real vorne. Nachwuchsfahrerwertung, kanadische Doppelführung. Auch das ist natürlich schön. Und das Team Canyon ist das Beste bei der Rundfahrt. Aber das haben wir auch schon gesehen. Die machen auch echt viel Nachführarbeit. Nachführarbeit für uns ein Wort. Kenne ich nicht. Könnte ich nicht mal schreiben, das Wort. Also Freire ist der Sieger. Bei den mexikanischen Meisterschaften hat es nicht funktioniert. Da wäre es mir persönlich noch lieber gewesen. Da hätte ich lieber hier den 4. Platz genommen. Aber er holt sich den Sieg und ich denke mal, wenn man sich die letzten oder die restlichen Etappen anschaut, dann könnte das ganz gut für uns werden. Er kann ja auch ganz ordentlich Zeit fahren. Derek Guy ist ja, ich glaube, sogar kanadischer Zeitfahrmeister geworden. Der kann schon einiges. Schauen wir mal gerade in seine Ergebnisse. Also Derek Guy könnte dann doch nochmal zum Problem werden. Jo, kanadischer Zeitfahrmeister. Also, ich nehme alles zurück. Die dritte Etappe wird sehr, sehr hart werden für uns. 19,4 Kilometer Zeitfahren, relativ flach. Da kann man schon mal eine Minute verlieren oder auch mehr. Dann geht es wieder von Saint-Georges nach Saint-Georges. Und ja, zwei relativ kurze Etappen dann. Und Quebec, Quebec. Auch ist das schön. Da freue ich mich aber drauf. Also das ist auch ein Profil, da kann ich gar nicht genug von bekommen. So, aber trotzdem, wir freuen uns erstmal über den Sieg. Ob es dann für den Rundfahrtsieg reicht, das werden wir dann noch sehen.